Stell dir vor, du hast dein erstes Date und der Eindruck deiner Datepartnerin ist schlecht. Würdest du mit derselben Person auf ein zweites Date gehen? Als Moderator bin ich der erste Eindruck, der rote Faden und das letzte, was deine EventgästInnen auf der Bühne sehen. Hi, wow, das ist laut. Hallo und herzlich willkommen hier bei D-Health Up. Ich bin mir der Verantwortung, die ich da für dich trage, bewusst und weiß, dass ich mich gut vorbereiten muss. Deswegen recherchiere ich akribisch im Vorhinein zum jeweiligen Thema des Events und führe mit jeder Bühnengästin ein Vorgespräch. Wow, oh, ihr seid schon wieder da. Ich war noch am Mittanzen. Zumindest dabei. Und ich finde ganz spannend, was du mir auch am Telefon erzählt hast, dass das Wertvollste aus deinem Studium war was? Das Modul Buchhaltung. Ich dachte, das Netzwerk. Eine 6,5. Das ist eigentlich nicht auf der Skala mit drauf, aber okay. Dann bin ich bei 6. Okay. Und schön, dass du da bist heute und uns zeigst, was du in den letzten Monaten und in der letzten Zeit kreiert hast. Das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Das mir ist das nicht ja im Mund. Auch so. Mulmig, weil ich das Gefühl habe, ja, da wird schon der Kopf geschüttelt von Professor Meyer-Falke, aber ich das Gefühl habe, wir sind ein bisschen hinterher. Ich möchte bei den Events eine Atmosphäre kreieren, in der sich jeder Gast und jede Gästin total willkommen, offen und warmherzig begrüßt und einfach dort abgeholt fühlt, wo sie oder er jetzt eben gerade steht. Den ersten Platz des Publikumsvotings bekommt, wahrscheinlich auch aufgrund dieser sehr speziellen Story, Ali von Juhi. Ein Applaus! Ich sitze hier heute mit Eva Maria Schauer, wie der Regenschauer hast du mir gerade noch gesagt. Und ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Wenn ihr bei ihm Teil des Startups werden wollt, dann macht sich so ein Gefängnisaufenthalt im Zivil gar nicht so schlecht. Auch eine ehemalige Drogenabhängigkeit würde sogar ganz gut passen. Wir wünschen uns doch eigentlich alle so eine heile Familie, eine gute Ehe, eine gute Basis für unsere Kinder. Wie kann so eine Flickenteppichfamilie denn überhaupt funktionieren? Ich würde sie als Zauberin beschreiben. Karin, vielen Dank. Das klingt alles total spannend. Ich sag mal so, bleibt dran, guckt euch vielleicht auch auf Netflix an. Letzte Frage, so ein Blick in die Zukunft. Meinst du, das Ganze wird eine Wendung nehmen oder bleibt die Kirche immer zurück? Du möchtest keinen One-Night-Stand, sondern eine langfristige Beziehung mit deinen Event-GästInnen? Perfekt. Dann buch mich, ich bin Benny G, dein Eventmoderator.